Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute das erste Mal, gefühlt seit Jahren, ein Fashion Haul. Und zwar sogar mit Try-On. Ich habe die Anti-Sachen angezogen für euch und ein bisschen abgefilmt, sodass ihr sehen könnt, wie sie aussehen, wenn man sie anhat. Auf jeden Fall blende ich euch dann immer, nachdem ich euch die Anti-Sachen gezeigt habe, ja, das Video kurz ein, wo ich die Sachen dann trage. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Bei Zaful, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, einige Sachen aussuchen und bin da wirklich fündig geworden. Es ist einer dieser Asia-Shop-Seiten, die weltweit versenden. Es war auch wirklich innerhalb von nicht mal 2 Wochen da. Also ich glaube, eine Woche, maximal 1,5 Wochen hat es gedauert. Und es kommt bei mir ja eher in der Packstation an. Und ja, ich habe mir überwiegend Sommersachen natürlich ausgesucht. Ich kann auch direkt dazu sagen, ich habe mir alles in M ausgesucht, weil ich da noch nie sicher war, wie gut passt. Es gibt natürlich noch Sachen in S, die mir passen, aber M fühle ich mich auf jeden Fall wohler und bin auf der sicheren Seite, bevor es dann zu eng ist. Und ja, ich würde sagen, fangen wir mal direkt an. Ich fange direkt mit dem Teil an. Auf der Verpackung stand auch überall M drauf, auch bei dieser Hose. Aber ich habe das Gefühl, dass das eine S ist. Entweder wurde es beim Packen irgendwie falsch gemacht. Auf der Hose selber steht leider nichts drauf von der Größe her. Das ist wirklich nur bei der Umverpackung. Ich zeige die euch mal auch gerade. Die Anziehsachen kommen von Zaful alle in so einem Zip-Beutel an. Was ich mega praktisch finde. Das heißt, ich werde sie nicht wegschmeißen, sondern die werden super mit in den Urlaub kommen. Man kann Schuhe darin, Flipflops, alles einpacken. Dreckige Wäsche am Ende. Ja, oder auch wirklich Emilias Sachen, die ich dann da auch ein bisschen vakuumieren kann, weil wenn man hier die Luft rausdrückt und den Zipper zumacht, man kennt es von Gefrierbeuteln, ist das halt alles schon ein bisschen zusammengedrückt und kann es super packen. Die werde ich alle für den Urlaub aufbewahren. Aber jetzt wirklich zu der Hose. Ich finde sie so schön und ich habe sie in Kombi eigentlich mit einem T-Shirt zusammen bestellt. Es hätte so gut ausgesehen, aber ja, ich passe leider nicht rein. Das ist so eine mit Rüschen vorne, ein ganz leichter Stoff. Ist zum Schnüren, man kann also vorne noch so eine Schleife machen, die ist so ein bisschen High-Waist, ganz locker flockiger Stoff, senfgelb und weiß mit Streifen, wie ihr seht. Und sie hat auch hinten noch so ein Fake-Täschchen. Ja, sie hätte wirklich süß ausgesehen, vielleicht passe ich ja nächsten Sommer wieder rein. Ihr findet auch, glaube ich, alle Links, also alles, was ich noch finde, setze ich euch in die Infobox, genauso wie die Seite. Und ja, ich bin sehr traurig, dass die nicht gepasst hat. Und ja, ich zeige euch mal auch direkt das T-Shirt, was ich mir dazu bestellt habe. Und zwar habe ich mir ein weißes T-Shirt hier bestellt. Und wie ihr seht, da ist eine Ananas drauf. Und das habe ich mir so gut in Kombi vorgestellt. Logischerweise habe ich die Hose ja nicht angezogen. Aber wenn ich euch das mal so zusammenhalte, ihr seht farblich, das hätte richtig gut ausgesehen. So ein bisschen das T-Shirt in die Hose rein, ein bisschen rausziehen. Und dann wäre das so ein super Look gewesen, einfach um loszustarten. Ja, einmal das weiße T-Shirt und hier kann man die Ärmelchen auch so ein bisschen umkrempeln. Und ich würde sagen, ihr seht jetzt mal, wie das angezogen aussieht. Ich bin auf jeden Fall super zufrieden mit dem T-Shirt. Es fühlt sich gut an, es fühlt sich hochwertig an. Und die Ananas ist halt so drauf gedruckt, wie ihr gesehen habt, auf so einer Tasche. Und ich liebe so weiße Basic-Shirts, gerade weiße Shirts im Sommer gehen immer. Sie ziehen ja die Sonne nicht so an. Und da wir gerade bei T-Shirts sind, kommen wir auch direkt zum nächsten T-Shirt. Ich habe mir noch eins ausgesucht, das finde ich auch mega toll. Ist vom gleichen Material, nur dass vorne halt keine Ananas drauf ist, sondern es sind so Rosen drauf gestickt. Das werdet ihr auch gleich nochmal vom Nahen sehen. Ich dachte auch erst, das wäre ein Print, aber nein, es ist wirklich richtig drauf gestickt. Und das finde ich halt mega interessant. Und die kombiniere ich auch zusammen mit einer anderen Hose, die ich mir bestellt habe. Und ja, auch das trage ich gerne. Wie gesagt, so weiße T-Shirts oder generell T-Shirts, die trage ich gerne so ein bisschen in der High-Waist-Jeans. Jetzt, da ich Mama bin, trage ich sowieso am liebsten ein bisschen High-Waist. Das drückt alles so ein bisschen nochmal zurecht und zusammen. Und dann sieht das wirklich sehr locker aus, sehr sportlich aus. Und ja, einfach ein paar Sneaker dazu und dann kann man los. Gesehen habe, was ich schon lange ausprobieren wollte, wirklich, wirklich lange, weil es ja doch manchmal so Oberteile gibt und
besondere Sachen, die man anhat, die einen Ausschnitt haben oder auch rückenfrei sind, und nie hat man den passenden BH dazu. Und ich bin fündig geworden mit diesem selbstklebenden BH. Ich habe jetzt Größe B genommen. Ja, hier ist auch so eine Folie drauf, das kann man dann abziehen, und dann ist da so eine Gummischicht drüber, die wirklich extrem, extrem klebt. Und in den ganzen Videoclips, die ihr hier noch seht, habe ich den einfach nur an. Und er sitzt wirklich gut und er hält meine Brüste auch wirklich in Form. Ich weiß natürlich nicht, wie es ist bei einer größeren Brust, wie gut das dann hält. Aber ich kann mich gar nicht beschweren. Das einzige kleine Manko war, dass mir wirklich beim Drehen sehr warm war und ich an der Brust dann anfange zu schwitzen. Und da muss man aufpassen, dann löst sich das Gummi nämlich, wenn die Brüste wirklich nass werden. Aber ja, ansonsten kann man das hier auch noch auseinandernehmen. Das heißt, man muss es nicht mal so zusammen kombinieren, dass... Falls ein Oberteil also bis zur Brust runtergehen sollte, kann man die sogar so ganz einzeln tragen. Und es haftet, wie gesagt, wirklich sehr, sehr gut. Und ich bin froh, dass ich jetzt endlich so einen BH besitze. Kommen wir zu einem der Jumpsuits. Ich habe nämlich einige Jumpsuits bestellt, denn ich finde Jumpsuits, das ist einfach, man wirft es über, wenn man nicht weiß, was man anziehen soll. Man muss nicht noch Hose und Oberteil raussuchen und kombinieren und schauen, worauf habe ich heute Bock. Man zieht es an und ist fertig. Ein paar Accessoires. Man kann sie sportlich kombinieren, man kann sie schick kombinieren und das finde ich super. Ich habe mich hier für einen so ziegelsteinroten mit weißen Streifen entschieden. Der ist so, so schön. Ich muss aber dazu sagen, er ist durchsichtig. Also ich werde ihn definitiv im Urlaub anziehen. Auf Arbeit oder hier auf der Straße muss das nicht unbedingt sein. Man kann ja ein Bikini drunter anziehen oder einen hautfarbenen Unterwäsche, dann fällt es nicht so auf. Er ist auf jeden Fall super luftig und für den Sommer geeignet. Und der hat hier unten auch noch so mega süße Rüschen und hier oben noch so Schleifenbänder. Halt einen sehr großen Ausschnitt, wie man sieht. Dafür ist der BH schon ziemlich gut. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch mal wieder, wie das aussieht. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Das Material ist so ein bisschen fester. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist nicht direkt Leinen. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, sehr luftig, leicht. Dann kommen wir noch zu einem Jumpsuit, der mir so gut gefällt. Er ist nämlich nicht nur sportlich kombinierbar, sondern auch wirklich, wirklich schick, wie ich finde. Und er hat halt auch ein bisschen längere Ärmel. Und auch hier sind wieder Streifen. Und sorry, es klopft im Hintergrund. Der sieht so aus. Der ist mit rot-schwarzen Streifen und überwiegend sehr so weiß-beige. Und ich finde es halt schön, dass er mal ein bisschen längere Ärmel hat, so Dreiviertelärmel. Ich persönlich mag meine Arme nicht so, sie sind nicht so trainiert und ja, ich habe irgendwie speckige Arme und dann fühle ich mich mit sowas gerade an einem frischen Sommerabend sehr, sehr wohl. Einfach drüber schmeißen, man hat schon so ein bisschen braun gebrannte Haut im Sommer und dann so etwas mit ein paar schönen Schmuckaccessoires, mit einer schönen Kette, stelle ich mir das wirklich, wirklich schön vor. Halt wie gesagt, entweder auch mit Sneaker, denn der ist kurz, oder... auch mal mit hohen Schuhen kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und auch hier, wie bei dem anderen auch, das habe ich eben vergessen zu sagen, gibt es halt einen extrem guten Gummizug. Man fühlt sich wohl, auch wenn man essen war. Finde ich sehr, sehr toll. Und auch hier geht bis zum Gummizug, bis zu der Schleife dieser Ausschnitt. Aber es gibt noch oben ein Knöpfchen, was man zumachen kann. Aber man kann es auch auflassen, wenn man möchte. Und geschlossen wird das Ganze halt mit einem Reißverschluss. Ich persönlich brauche da, um ganz oben anzukommen, ein bisschen Hilfe von meinem Mann. Alleine schaffe ich es tatsächlich nicht. Da geht auch kein Trick, weil in dem Reißverschluss ist kein Loch. Ja, da braucht ihr auf jeden Fall Hilfe. Aber der ist zum Beispiel aus so einem dünnen Leinenstoff und sehr weich, wie ich finde. Was ich an der Hose auch noch richtig toll finde, ist, dass sie noch so Hosentaschen hat, die das Ganze wirklich auch sportlich erscheinen lassen. Und ich bin ein Typ, ich stecke total gerne meine Hände in Hosentaschen. Vorletzte Jumpsuit, aber der letzte kurze, der ist auch in so einem richtig schönen Ziegelsteinrot. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig an der Kamera rüberkommt. Der Stoff, würde ich sagen, ist eine Mischung von dem weißen und dem anderen mit den Streifen, der wirklich fest ist. Der ist halt auch sehr, sehr durchsichtig und luftig, auch wieder kurz. Ja, und hier werdet ihr gleich im Video sehen, dass der Ausschnitt mir ein bisschen zu groß ist, selbst für den BH. Ich müsste mir auf jeden Fall hier irgendwie einen Knopf einnähen oder irgendwas, dass ich das ein bisschen zumachen kann. Dann kann man es auf jeden Fall tragen. Aber so ist das aktuell nichts für mich. Und ohne BH würde mir da alles rauskullern. Aber auch so finde ich den super schön. Er hat Spaghetti-Träger, die man auch hinten verstellen kann. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig.
Auch der hat diesen Gummizug, was ich mega wichtig finde. Ja, und auch trotz des Ausschnitts kann man das natürlich sehr sportlich kombinieren, je nachdem, was man noch für ein Jäckchen drüber wirft. Und dann so Sneaker. Und ja, es gibt hier auch Hosentaschen, die das Ganze auflockern. Und ja, dann ist man good to go, würde ich sagen. Hose, die ich super finde. Die ist aus so Leinenstoff. Auch das ähnliche Prinzip wie die eine Hose, die ich euch vorher gezeigt habe, hier zum Schnüren. So ein bisschen gerüscht oben und ja auch relativ kurz. Man kann sie High Waist tragen. Sie hat auch einen guten Gummizug, was mir immer sehr, sehr wichtig ist, damit es halt bequem bleibt. Und ja, die ist halt so creme-beige und sehr toll kombinierbar. Eigentlich zu nahezu allen Oberteilen, weil es ja wirklich sehr schlicht ist. Und da kann man auch bedruckte T-Shirts anziehen und auch schlichte. Also die ist so wirklich so ein Allrounder. Ähnlich wie Jeanshosen. Man kann meiner Meinung nach eigentlich so gut wie alles zu sowas kombinieren. Zu meinem, glaube ich, absoluten Favorite. Hatte ich auch schon ein paar Mal an. Und ich hätte nicht gedacht, dass es mir doch so gut gefällt. Aber ja, das ist dieser Jumpsuit. Ich finde ihn so toll. Er passt so gut. Er ist so bequem. Und ich glaube, selbst ein Babybäuchlein würde da 6-7 Monate von mir reinpassen. Es hat ein extrem breites Bein. Es ist locker, luftig, leicht zu tragen, gerade bei heißen Tagen. Und man hat sich vielleicht die Beine nicht rasiert. Dann kann man wirklich sowas anziehen. Es ist einfach trotzdem nicht zu heiß, weil auch das ist so ein dünner Leinenstoff. Ich finde den Print sehr, sehr schön mit diesem Grün. Es schreit nach Urlaub. Auch hier sind wieder so Hosentaschen drin. Und ja, was das Ganze natürlich auch schön elastisch macht, sind hinten diese geraffelten, ja, dieses Geraffelte. Da passt man wirklich auch sehr gut obenrum rein. Egal wie man obenrum gebaut ist, ob man ein bisschen mehr Brust hat oder weniger. Da kann man echt nichts falsch machen. Auch hier sind wieder verstellbare Spaghetti-Träger dran. Ein leichter V-Ausschnitt mit den Knöpfen. Das macht wirklich ein schönes Dekolleté. Und das ist so mein absoluter Wohlfühl-Jumpsuit. Ja, kann ich nur empfehlen. Wunderschön. Hat die perfekte Länge auch für mich. Man könnte ihn, glaube ich, auch zur Not ein bisschen hochkrempeln. Und ja, auch den kann man natürlich wieder schick kombinieren mit ein paar schicken hohen Schuhen und dem passenden Jäckchen dazu oder wie auch immer. Also ich liebe das, dass man da wirklich schick und sportlich kombinieren kann. Ihr merkt es schon. Ausgesucht habe, ist gar nicht so typisch sommerlich, eher für kühle Sommerabende oder Spätsommer gedacht, aber ich finde es so mega, mega cool und zwar ist es hier so eine weiße Jacke, sehr sportlich und das Besondere ist aber dieser Ärmel und zwar ist das so ein, ja wie so ein pinkes Fell, also rosa, altrosa und ich habe zum Beispiel Sneaker, die passen da richtig gut zu, die sind aus Samt. Ja, und dann dachte ich mir, das so ein bisschen drüber zu werfen. Geschlossen gefällt sie mir nicht ganz so. Sie ist ein bisschen kürzer geschnitten, sehr breit geschnitten. Ich trage es dann lieber, ihr werdet es ja gleich sehen, ein bisschen lockerer mit den Ärmeln nach oben gekrempelt. Sorry übrigens fürs Bohren im Hintergrund. Auf jeden Fall hat Robert erstmal gesagt, so, oh mein Gott, das ist ja so gar nicht deins. Aber als ich es ihm dann gezeigt habe und er es dann gesehen hat, wie ich es kombiniere, hat es ihm doch gefallen. Und wie gesagt, ich habe die perfekten Sneaker dafür. In so einem altrosa Ton und einfach mal um abends was drüber zu werfen beim Grillen oder so und man möchte trotzdem noch gut aussehen, finde ich das eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Das war's mit meinem Fashion Try-On Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst mir wie immer gerne einen Daumen nach oben da und euer Feedback. Ich würde gerne von euch wissen, welches Teil hat euch am besten gefallen oder was würdet ihr ja gar nicht anziehen, auf gar keinen Fall. Ich freue mich da über den Austausch mit euch und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Tschüss!